Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es darum, wie wir es schaffen, viel schneller und effizienter zu lesen. Ich will euch heute vier Sachen erklären und das sind das folgende Dinge. Ich werde erklären, warum wir es nicht schaffen, schneller zu lesen, beziehungsweise warum wir es vorher nicht geschafft haben, aber nach der Methode schaffen werden. Dann werde ich euch zeigen, wie wir es schaffen, zu erkennen, wie schnell wir gerade lesen. Dann werde ich euch erklären, wie das Speech Reading funktioniert, diese Methode, die ich euch heute zeigen werde. Und am Ende dann noch einige Tricks und Tipps zum Speech Reading. Vorher möchte ich aber dazu noch sagen, dass es Leute gibt, die bestimmt auch langsam lesen wollen, die langsam lesen schöner finden, weil sie beispielsweise bei Roman die Story so schön finden, dann sich richtig in die Gefühle reinfühlen wollen und so weiter. Aber trotzdem gibt es bestimmt Leute oder bestimmte Texte, die man dann eher schneller lesen möchte und schneller fertig haben möchte. Und dafür ist dann dieses Video heute. Viel Spaß bei dem Video und stimmt gerne mal ab, ob ihr schon mal Speech Reading ausprobiert habt. Also kennt ihr eigentlich Speech Reading oder hört es jetzt zum ersten Mal? Okay, die erste Frage ist, warum können wir eigentlich nicht schneller lesen? Dafür gibt es drei Erklärungen. Und zwar ist die erste Erklärung, dass wir eine fehlende Augenflexibilität haben. Das heißt, einfach unsere Augenkondition ist nicht gut. Das könnte auf jeden Fall daran liegen, dass wir in der heutigen Zeit sehr viel auf den Bildschirm gucken und unsere Augen gar nicht mehr wirklich so bewegen müssen, sondern nur auf einen Bildschirm starren. Und deswegen fehlt es wirklich diese Augenflexibilität. Und beim Bücherlesen muss man ja logischerweise immer von links nach rechts die ganze Zeit. Und das können wir gar nicht, weil wir halt die ganze Zeit auf den Bildschirm starren und irgendwie eine fehlende Augenflexibilität haben. Aber das ist ja alles trainierbar, also keine Sorge. Die zweite Ursache ist, dass wir Wort für Wort lesen. Das heißt, wir lesen nicht bla 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 bla, sondern wir lesen wirklich Wort für Wort und müssen jedes Wort wahrnehmen und verstehen. Aber das brauchen wir eigentlich gar nicht, weil unser Gehirn kann auch so bis zu 5 Wörtern aufnehmen, wenn wir nur raufgucken. Das heißt, wir müssen gar nicht Wort für Wort lesen und jedes einzeln verstehen. Und der dritte Punkt ist die innere Stimme. Das nennt man auch Subvokalisation. Das heißt einfach, dass wir nur so schnell lesen, wie wir auch sprechen. Aber das muss gar nicht sein, denn wir müssen nicht alles genau verstehen, weil unser Gehirn es auch so versteht. Das heißt, wir müssen gar nicht alles laut vorlesen. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist einfach unnötig. Und wir wollen heute lernen, wie wir es schaffen, diese innere Stimme abzustellen, um einfach schneller zu lesen. Wir wollen versuchen, unsere Augen zu trainieren und schneller und effizienter zu lesen. Okay, nun die Frage, wie finden wir es heraus, wie schnell wir jetzt überhaupt lesen? Denn du möchtest dich verbessern und du weißt gar nicht, ob du dich verbessert hast, wenn du nicht weißt, wie schnell du vorher gelesen hast. Dafür gibt es zwei Methoden. Die erste ist ein bisschen einfacher und auch ziemlich logisch. Und zwar ist die erste Methode, du stellst dir den Wecker für eine Minute, für zwei Minuten, wie auch immer, und fängst dann an zu lesen und zählst nachher die Wörter, die du gelesen hast. Ja, ziemlich logisch. Die zweite Methode, die ich eigentlich auch ein bisschen cooler finde, ist, wenn du dir ein Metronom nimmst. Meins sieht jetzt so aus. Es gibt mittlerweile auch Metronome fürs Handy. Also du musst gar nicht mal so ein richtiges Ding kaufen. Es gibt auch Apps oder bestimmt auch Webseiten fürs Handy und für online. Ich habe jetzt mal hier so ein Metronom und da kannst du dann einstellen, wie schnell das Metronom schlagen soll. Sagen wir mal. Wenn wir jetzt zum Beispiel einstellen, dann soll ich 50 machen. Haben wir 50 pro Minute. Okay, das ist schon sehr langsam. Nee. Dann machen wir 80 pro Minute. Und dann nehmt ihr euch ein Buch. Und jetzt müsst ihr versuchen, mit jedem Schlag eine neue Zeile zu lesen. Also immer, wenn es schlägt, eine neue Zeile. So. Okay, nun ist die Frage, wie geht eigentlich das Speed Reading? Also das Speed Reading ist, by the way, das visuelle Lesen. Das heißt, wir sehen nur die Wörter und verstehen sie und müssen sie gar nicht richtig analysieren. Also, ich kann es auch nicht so gut erklären. Wie erklärt man es am besten? Ich habe ein Beispiel gesehen, wenn du ein Stoppschild liest, dann liest du auch nicht Stopp so richtig im Gehirn, sondern du nimmst es halt einfach so wahr. Und das passiert beim Speed Reading auch. Das heißt, du nimmst die Wörter einfach so wahr und verstehst sie, ohne sie richtig zu analysieren einfach. Und dafür brauchen wir ein Hilfsmittel. Und zwar ist das ein Stift oder ein Stäbchen oder ein irgendwas einfach, was du bewegen kannst. Weil das Problem ist einfach, oder die Lösung eigentlich, ist, wenn du eine Sache hast, die sich bewegt, nimmt das Gehirn präziser auf. Wenn du, kannst auch den Finger nehmen, logischerweise. Also einfach so easy. Also ihr macht einfach die ganze Zeit so und geht mit dem Auge mit. Okay, habt ihr es verstanden?
So geht einfach das Speed Reading und ihr müsst bei dieser Methode einfach eure innere Stimme abschalten. Ihr müsst eine hohe Augenflexibilität haben, weil ihr immer mitgehen müsst. Und einfach visuell lesen und nicht jedes Wort einzeln, sondern einfach die Sachen sehen. Wisst ihr, wie ich meine? So geht das Speed Reading. Jetzt setze ich mich wieder richtig hin und jetzt kommen die kleinen Tipps für euch. Es gibt nämlich verschiedene Übungen, wie man das noch schneller machen kann oder wie man seine Augen trainieren kann und die kommen jetzt. Es gibt eine Methode, die heißt die 3-Wörter-Regel und dann nehmt ihr eine Seite. Wir nehmen jetzt mal diese Seite hier. Ihr macht einen Strich oder überlegt euch einfach generell das dritte Wort und macht dann hier so. Und das letzte, also die ersten 3 Wörter Strich und dann die letzten 3 Wörter, dafür macht ihr auch einen Strich. Und dann könnt ihr es auch die ganze Seite runterziehen, falls ihr wollt. Und dann lest ihr nicht alles, sondern ihr springt von dem Strich zu dem Strich. Das Ding ist halt einfach, wenn ihr hier rauf guckt, dann lest ihr nicht nur dieses Wort, dann lest ihr auch alles drumherum. Und deswegen braucht ihr gar nicht jedes Wort einzeln lesen, weil das Gehirn alle Wörter hier aufnehmen kann. Und deswegen gibt es voll Sinn, 2 oder 3 Punkte zu haben, von denen ihr springt. Also lest ihr nicht so, sondern ihr könnt auch einfach so lesen und ihr nehmt das auch auf. Außerdem gibt es auch die Wortgruppenmethode. Da kreist ihr euch einfach bestimmte Wortgruppen ein. Das heißt, ihr könnt 2 Wörter nehmen, ihr könnt 3 Wörter nehmen. Und dann habt ihr die Zeilen in, weiß ich nicht, 3 Wörter aufgeteilt. Habt ihr vielleicht 3 Wortgruppen, 3 Wörter. Und dann springt ihr von Wortgruppe zu Wortgruppe. Das ist eigentlich genauso mit den Strichen, nur dass es irgendwie noch ein bisschen, ja, schöner ist. Ich zeige euch das mal kurz. So, könnt ihr das so sehen? Kann man das so erkennen? Ich weiß es nicht. Aber dann springt ihr von Wortgruppe zu Wortgruppe und müsst nicht jedes Wort einzeln lesen, sondern liest nur diese Wortgruppen. Und noch eine Methode wäre, falls ihr keinen Stift habt oder irgendwie ja, es nicht machen wollt, könnt ihr auch einfach eure Hand so knicken, seht ihr das? Und die so rauflegen und dann so lesen. Habe ich auch mitbekommen, ich weiß nicht, irgendwie finde ich das nicht so intelligent. Keine Ahnung, finde ich nicht so schlau. Weil ihr auch einfach so euren Finger nehmen könnt. Ja. Okay, das waren noch eigentlich schon die Tipps von mir heute. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr Speech Reading schon kanntet oder wie ihr es findet. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr lieber langsam oder schnell lest. Und generell, wie ist euer Leseverhalten? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video von mir. Abonniert gerne meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Habt noch einen schönen Tag. Tschüss.